Der Landmesserbus präsentiert die Kabine Tectum 42 AK, Ihr Wohnraum zum Wohlfühlen auf Reisen. Durch ihre leichte Bauweise eignet sie sich ideal fürs Gelände und ist sogar mit einer 5-Personen-Zulassung erhältlich. Ob mit oder ohne Alkoven, ist die AK in Form und Größe variabel. Die besondere Holzbauweise dient dem selbstregulierenden Raumklima und sorgt für eine angenehme Atmosphäre in der Kabine. Die AK überzeugt durch ihre glatte Außenhaut mit Offroad-Beschichtung. Alle Anbauteile sind flächenbündig und die Echtglasfenster sind rahmenlos eingelassen, sodass keine Kanten oder Anbauten im Gelände stören. Auch der Verbrauch sowie die Fahrgeräusche werden hierdurch gesenkt. Der abgestufte Alkoven schützt die dahinterliegenden Dachaufbauten wie Solar-, Dachluke und Dachlüfter. Ihre Eleganz und Funktionalität erhält die AK durch die innenliegenden Anbauteile. Die flächenbündige Markise zum Kurbeln lässt sich schnell und einfach nutzen. Der für Offroad unentbehrliche Sandblechhalter wird beim Ausklappen zum Tisch und bringt eine praktische Außenküche zum Vorschein. Hier gibt es fließend warmes und kaltes Wasser. Sogar einen Zugriff von außen auf den Kühlschrank, der natürlich auch von innen nutzbar ist. So kann man auch zwischendurch mal eben Pause machen. Beim Landmesserbus wird nicht nur die Liebe zum Detail großgeschrieben, sondern auch der Humor. So hat die leicht zugängliche Außendusche einen Getränkehalter, den Sie natürlich auch für Ihr Duschgel benutzen können. Die geteilte Seitentür kann beim Rasten als zusätzliches Fenster genutzt werden. Eine tiefe Stufe dient dem bequemen Ein- und Ausstieg und macht eine Leiter überflüssig, die man beim Losfahren leicht vergessen kann. Auch auf den hinteren Plätzen ist dank der rückenfreundlichen Polstersitze ein entspanntes Reisen möglich. Durch die schräg angestellten Seitenfenster hat man eine gute Sicht nach vorne und eine bessere Rundumsicht. Auch in der bequemen Sitzecke lieben wir beim Landmesserbus durchdachte Details, wie zum Beispiel das Fliegengitter mit Gummizug oder die lichtundurchlässigen Vorhänge. Die Fenster aus Echtglas sorgen durch ihre einzigartige Einbauweise für extrem geringen Verlust der nutzbaren Innenbreite der Kabine. Ein weiterer Pluspunkt vor allem in der kleinen Fahrzeugklasse. Die AK überzeugt durch ihre schwerpunktgünstige Platzausnutzung bis in die kleinste Ecke. So lagern zum Beispiel auch Reserverad und Werkzeug sauber und gut zugänglich im Innenraum. Die jahrelange Erfahrung vom Landmesserbus im gehobenen Möbelbau spiegelt sich in der Verwendung hochwertiger Materialien wider. Die durchdachten Möbel greifen als Raumkonzept perfekt ineinander. Der Zugriff auf die Schränke und deren Anordnung wird dabei immer auf den Bedarf des Kunden abgestimmt. Unterhalb der Arbeitsfläche befindet sich Stauraum für einen Gaskocher, und die Innenklappe des Kühlschranks. Die Arbeitsfläche gewinnt dank des kleinen Ausgusses an Raum und Stellfläche. Gespült wird in der praktischen Spülschüssel. Auch hier sind natürlich individuelle Lösungen möglich. Mit reichlich Bewegungsfreiheit überzeugt das gut zugängliche Badezimmer mit Dusche und WC. Komplett laminiert und robust beschichtet. Auch hier gibt es reichlich zusätzlichen Stauraum. Durch wenige Handgriffe entsteht über der Sitzecke und den zusammengeklappten Rücksitzen eine Liegefläche von 1x2 Metern, die bei Bedarf auch erweiterbar ist. Das Alkovenbett hat eine Größe von 1,40 m x 1,96 m und bietet damit auch für 2 Personen ausreichend Platz. Eleganz, Funktionalität, durchdachtes Design. Die Tectum AK 42 lässt keine Wünsche offen. Die hochwertige Innenausstattung mit optisch aufeinander abgestimmten Materialien wie Holz, Filz und Glas erzeugt ein wohnliches, stilvolles Ambiente, individuell auf den Bedarf unserer Kunden zugeschnitten. Die abgerundeten Kanten ermöglichen eine hohe Bewegungsfreiheit und Zugänglichkeit. Dadurch bietet die AK optimalen Raum zum Leben.
Der Landmesserbus wünscht allen immer und überall eine gute Reise.